Hallo ihr Lieben, hier ist die Feli von Happy Hippocampus. Habt ihr manchmal das Gefühl, nur so in Fachbegriffen und Vokabeln zu versinken, die ihr alle noch auswendig lernen müsst und ja, wisst gar nicht, wo ihr anfangen sollt? Dann möchte ich euch heute eine super Technik vorstellen, wie man schnell Vokabeln oder auch sonstige Fachbegriffe, die man sich so nicht merken kann, einprägen kann. Und zwar handelt es sich um die Schlüsselwortmethode. Die Schlüsselwortmethode basiert, wie eigentlich jede Gedächtnistechnik, darauf, dass man altes Wissen mit neuem Wissen verknüpft. Und zwar funktioniert es so, wenn ihr jetzt eine Vokabel habt, die ihr euch einprägen wollt, oder Fachbegriffe, also es ist eigentlich egal, ob das jetzt in Anatomie irgendein Fachbegriff ist, in Biochemie, in Physiologie oder auch in der deutschen Sprache irgendein Fremdwort oder natürlich bei Fremdsprachen könnt ihr das auch super anwenden. Wenn ihr da jetzt eine Vokabel habt, die ihr euch merken wollt, dann überlegt ihr euch zuerst, wenn ihr sie lest oder hört, woran erinnert mich diese Vokabel als allererstes? An welches deutsche Wort muss ich als erstes denken oder an welches Bild? Und oft ist es eben so, dass einem dann ein Wort einfällt, das sich so ähnlich anhört, also ein deutsches Wort, das man schon kennt, das sich so ähnlich anhört wie die Vokabel. Und das ist dann dein Schlüsselwort. Und mit diesem Schlüsselwort verknüpft man jetzt die Bedeutung der Vokabel. Und so kann man sich dann immer wieder herleiten, wenn man die Vokabel sieht, was sie bedeutet. Weil einem dann wieder das Schlüsselwort einfällt. Und mit diesem Schlüsselwort hat man ja in Gedanken die Bedeutung der Vokabel verknüpft. So, das ist jetzt alles noch sehr abstrakt gewesen. Damit ihr euch das jetzt ein bisschen besser vorstellen könnt, habe ich gedacht, ich nehme mal drei Fachbegriffe, die wirklich super, super häufig gefragt werden, auch im Physikum und sonstigen Prüfungen. Und zwar sind es die Gütekriterien eines Tests. Vielleicht hattet ihr es schon im Studium, vielleicht auch noch nicht. Also ja, jedes Mal, wenn ich das wieder neu mir angeguckt habe, wusste ich nicht mehr genau, was jetzt welcher Fachbegriff bedeutet. Und zwar sind es die Objektivität, die Reliabilität und die Validität. Und dann, ja, wenn man es lernt, dann denkt man sich, ach ja, klar, verstehe ich, merke ich mir. Aber irgendwie ist es dann doch nie so genau hängen geblieben. Okay, knüpfen wir uns jetzt einfach jedes Mal der Reihe nach vor. Die Objektivität. Ja, Objektivität, da denke ich zuerst an ein Objekt. Und jetzt im Moment, weil ich das Video hier mit dem Handy aufnehme, würde ich jetzt zuerst an ein Handy denken. Und okay, das Handy ist jetzt unser Schlüsselwort oder Schlüsselbild in dem Fall. Und die Definition der Objektivität ist, dass die Testergebnisse unabhängig vom Studienleiter oder Untersucher sind. Und ja, jetzt können wir uns so einen Studienleiter vorstellen, vielleicht so einen Arzt mit so einem Kittel, der jetzt gerade so eine Studie durchführt. Und jetzt stellen wir uns den halt vor, vielleicht als so etwas älteren Herrn. Und ja, der hat gar nichts mit Handys am Hut, also kann damit gar nichts anfangen, ist auch voll dagegen. Der würde nie sich ein Handy zulegen oder verwenden wollen und ja, weil er einfach unabhängig von dieser Technik sein will. Okay, also jetzt habe ich ja so eine kleine Geschichte mir da ausgedacht. So, unser Handy ist ja das Objekt, also steht für die Objektivität. Und der Versuchsleiter, der ja total unabhängig davon sein will, der verrät uns dann, dass die Objektivität bedeutet, dass die Testergebnisse unabhängig vom Versuchsleiter oder Studienleiter sind. Okay, der nächste Begriff ist die Reliabilität oder die Zuverlässigkeit. Und das bedeutet, dass die Testergebnisse unter gleichen Bedingungen immer wieder reproduzierbar sind. Ja, optimal ist es natürlich, wenn ihr sowieso schon im Kopf habt, dass reliable, also die englische Vokabel, zuverlässig bedeutet. Aber gehen wir jetzt einfach davon aus, dass ihr das nicht wisst und denken uns ein Schlüsselwort aus. Bei Reliabilität
würde ich jetzt zuerst an ein Reh denken, ganz einfach, weil es eben damit anfängt. Ja, und jetzt stellen wir uns doch einfach vor, also wenn ich einen Rehbraten mache, der gelingt mir einfach immer, ja, also da kann passieren, was will. Wenn ich die richtigen Zutaten habe, ja, dann kann kommen, was will, der Rehbraten, der wird einfach optimal immer. Der schmeckt immer top bei mir, also ja. Okay, also das Reh war jetzt unser Schlüsselwort, das für die Reliabilität steht. Und wenn die richtigen Zutaten vorhanden sind, also wenn die Bedingungen gleich sind, die Voraussetzungen, dann wird er immer lecker. Also sind die Testergebnisse immer reproduzierbar. Also ich kann immer den gleich leckeren Rehbraten kochen. Oder braten, wie auch immer. Okay. Dann kommen wir zur Validität. Die Validität ist ein Maß für die Belastbarkeit einer bestimmten Aussage. Und bei Validität, da würde ich zuerst an einen Invaliden denken. In ist ja immer das Gegenteil, also es bedeutet also das Gegenteil von valide. Und so ein Invalide, der ist ja auch, puh, der ist mega schwach und überhaupt nicht belastbar. Und ja, ich stelle mir da so einen Kriegsveteranen vor, vielleicht, der ja total verletzt wurde durch den Krieg und vielleicht ein Bein und einen Arm weniger hat und ja, der ist einfach nicht mehr so belastbar. Ja, und so können wir uns merken, dass die Validität dann ein Maß für die Belastbarkeit ist. Genau, weil unser Schlüsselwort war, ja okay, das ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, weil unser Schlüsselwort ja der Invalide war, der nicht belastbar ist. Und Invalide ja das Gegenteil von Valide bedeutet. Also muss die Validität die Belastbarkeit sein. Okay, ich hoffe, damit konnte ich euch die Schlüsselwortmethode ein bisschen näher bringen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da oder einen Kommentar. Und ja, schreibt gerne, wenn ihr sowieso schon mit der Schlüsselwortmethode arbeitet oder wenn ihr noch irgendwelche guten Ideen habt, für welche Fachbegriffe man die verwenden kann, die ihr euch sonst nicht einprägen könnt. Dann macht's gut, bis bald, ciao!